1 stellt sich ihm in den Weg. Gute Reaktion. Wirklich eine coole Geschichte. Ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen was anderes nochmal wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es schon, habe ich viel mehr Sachen zum Tun gehabt, viel mehr Bälle aufs Tor gekommen. Und dieses Jahr, glaube ich, funktionieren wir einfach als Ganzes oder die ganze Mannschaft funktioniert einfach gemeinsam besser. Und habe ich weniger zum Tun gehabt und lebe wahrscheinlich auch ein bisschen von der guten Performance von der Mannschaft mit dann. Und noch besser ist die Parade von Patrick Penz. Ja, mittlerweile bist du in der Mannschaft mit 25 auch schon ein bisschen älter. Also es ist wirklich komisch und ein bisschen was habe ich doch auch schon gesehen oder viele Zeiten habe ich doch mit dem Verein gemeinsam schon durchlebt. Jetzt sei es zweiter Platz, dritter Platz oder dann einmal auch die schlechten Phasen. Und jetzt kommen zum Glück wieder die guten Phasen oder wir haben wieder mal eine gute Saison gespielt jetzt. Meine Rolle im Team würde ich jetzt so bezeichnen als ja, schon ein bisschen vorweggehend oder ich bin auch gerne Lautsprecher, sage ich es auch so. Da bin ich mir auch nicht schade, dass ich irgendwann einmal die Drecksarbeit auch mache. So alles ein bisschen. Der Riesenmöglichkeit und die nächste Glanztat von Patrick Penz. Ja, die Saison, glaube ich, war ganz normal von mir. Nichts Besonderes. Weiß ich nicht, ob ich jetzt solide sagen soll. Ich sage einfach, ja, geschaut, dass ich mal normale Performance ganz einfach und simpel runterbrochen auf Normalform, das kontinuierlich über die ganze Saison spielen kann. Oft kommen natürlich einmal ein paar Ausreißer nach oben oder nach unten, das wird immer sein, aber mein Ziel ist einfach eine Konstanz in mein Spiel einzubringen und das ist mir, glaube ich, dieses Jahr gut gelungen. Es ist erstens einmal wirklich sehr familiär jetzt wieder geworden, was mir auch sehr gut gefällt, dass man auch die Leute im Office kennt, dass alles gemeinsam ja, an großen Zielen nachgeht und das ist den Verein wieder auf Vordermann zu bringen und das spürt man so richtig und ja, die Austria ist wirklich ein Verein zum Verleben.